Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Vizeministerpräsidenten Denis Manturow öffentlich bloßgestellt. Während einer Videokonferenz referierte Industrieminister Manturow über Investitionsprojekte, die auf den Weg gebracht worden seien. Putin fuhr Manturow daraufhin an und betonte, dass dies alles viel zu lange dauere. Zudem seien entgegen Manturows Aussagen bei einigen Unternehmen noch keine Bestellungen für 2023 eingegangen. Manturow widersprach Putin daraufhin, alle in Frage kommenden Unternehmen hätten Aufträge erhalten, das Verteidigungsministerium habe dies bestätigt. Lassen Sie uns das beenden, was bringt es hier mit Ihnen zu streiten? Warum stellen Sie sich dumm, so Putin zu Manturow. Daraufhin forderte er Manturow auf, innerhalb eines Monats Ergebnisse zu liefern, der Minister versicherte, zu versuchen, unser Bestes zu geben. Nein. Sie sollen nicht versuchen, ihr Bestes zu geben, das muss innerhalb eines Monates erledigt sein, verstanden, wütete Putin. Für Experten habe Putin die Geduld mit Manturow verloren, der bislang als einer seiner Lieblinge galt. Es wird interessant zu sehen, ob Manturow, der seit 10 Jahren ein einflussreicher Minister ist, diesen öffentlichen Streit mit Putin politisch überlebt. Wenn Putin ihn nicht feuert, sieht das sehr schwach aus, betonte der Russland-Kenner Anders Aslund via Twitter.